Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Ich bin mir sicher, die meisten von euch wünschen sich das auch. Ein Leben ohne Konflikte. Kein Streit, keine Misstöne, weder in der Familie noch unter Freunden und erst recht nicht am Arbeitsplatz. Friede, Freude, Eierkuchen, das beschreibt Situationen, die nur scheinbar intakt sind, hinter deren Fassade aber bestehende Probleme verdrängt und verneint werden, anstatt sie zu lösen. Ihr kennt ja den Spruch, hey, um des lieben Friedens willen wegen, halt dich zurück, sei still, sag nichts. Hey, aus psychologischer Sicht ist es allemal besser, wenn wir auf solche Verhaltensweisen verzichten. Warum? Ganz einfach. Ein zu viel von solcher Harmonie macht uns auf Dauer unzufrieden. Und Unzufriedenheit wiederum macht auf Dauer krank. Und nicht zu vergessen, auch total unsympathisch. Oder mögt ihr Menschen, die permanent unzufrieden sind? Harmonie macht meistens nur dann Sinn, wenn sie auch unserem wahren Gefühl entspricht. Ansonsten landen wir in der Harmoniefalle. Heißt, eigentlich möchte man etwas anderes, aber um des lieben Friedens willen wegen hält man die Klappe, gibt nach, duckt sich weg. Wer andauernd nach Harmonie strebt, der hat sicherlich Angst davor, zurückgewiesen zu werden oder gar ausgestoßen. Okay, zugegeben, das wäre zu Zeiten der Neandertaler tödlich gewesen. Und auch heute wäre es noch schwierig. Schließlich ist der Mensch ein soziales Wesen. Die meisten Menschen wünschen sich ein harmonisches Miteinander. Wenn ihr euch jetzt sagen hört, nö, ich nicht, dann gratuliere ich euch von Herzen, denn dann seid ihr anderen 1000 Schritte voraus. Vermutlich eckt ihr zwar immer mal wieder an, das nehmt ihr aber gerne in Kauf. Nicht nach Harmonie zu streben bedeutet aber nicht automatisch, dass ihr dann egoistisch seid. Ihr seid einfach klarer und könnt es gut aushalten, nicht everybody's darling oder ketzerisch gesagt everybody's Depp zu sein. Wer übrigens unter Harmoniesucht leidet, verspürt einen nicht beherrschbaren inneren Drang nach Freundlichkeit, Konfliktfreiheit und Einigkeit in seinem Umfeld. Da könnt ihr noch so lange auf diese Person einreden, dass sie mal für sich einstehen soll, Kontra geben soll. Das funktioniert nämlich nicht. Wenn ihr raus aus der Harmoniefalle wollt, wenn ihr damit aufhören wollt, es immer allen recht machen zu wollen, dann kostet das was. Und zwar Mut und Überwindung, den Mut, auch vermeintlich starken Menschen ein Nein zu sagen und die Überwindung, es auch zu tun. Ich nenne das übrigens Überwindungskosten. Bedeutet, wenn ihr euch überwindet, dann könnt ihr vom Erfolg dieser Überwindung kosten. Was kann man tun, um raus aus der Harmoniefalle zu kommen? Also raus aus der Situation, es immer allen recht machen zu wollen. Ganz einfach. Nein sagen. Oder besser gesagt, Nein sagen lernen. Beziehungsweise nicht zu allem Ja und Amen sagen lernen. Und ja, das kann man tatsächlich lernen. Also, als erstes sollte man sich damit beschäftigen, warum man überhaupt nach Harmonie strebt. Vielleicht gehört ihr ja zur Gruppe derjenigen, die von jedem gemocht werden wollen. Dann stellt euch mal die Frage, warum das für euch so wichtig ist, dass jeder euch mag. Vielleicht gehört ihr ja aber auch zu den sozialen Angsthasen und ihr geht Konflikten aus dem Weg, auch aus Angst, dem Gegenüber nicht gewachsen zu sein. Schon mal darüber nachgedacht, was du durch dein Harmonieverhalten alles verlierst? Freilich gibt es noch viele andere Ursprünge dafür, dass jemand nach Harmonie strebt. Und auch Techniken gibt es wie Sand am Meer. Gebt einfach mal Nein sagen lernen in eure Internetsuchmaschine ein. An oberster Stelle aber steht eines. Wer aus der Harmoniefalle raus will und lernen möchte, Sätze wie Nein, so nicht auszusprechen, muss immer damit anfangen, sich selbst ein Ja zu geben. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Das war Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.